Chinas Seidenstraßeninitiative Belt and Road Infrastrukturprogramm oder Machtdemonstration? Chinas Seidenstraßeninitiative, das Belt and Road Programm, ist ein gigantisches Infrastrukturinvestitionsprogramm. Der Belt, der Gürtel, stellt die Landwege dar, die Road, die Straße der Seewege, die Meeresverbindungen. China möchte weltweit Straßen, Eisenbahnlinien, Häfen, Handelszentren, Telekommunikationsnetze, digitale Plattformen und Einrichtungen der Energieversorgung bauen. Die Volksrepublik möchte nicht nur Ostasien mit Europa verbinden, sondern China mit der ganzen Welt, einschließlich Südamerika, Afrika und beiden Polargebieten, in denen China auch energiewirtschaftliche Interessen hat. Belt and Road, die Seidenstraßeninitiative, hat drei geografische Ebenen. Auf der untersten, der nationalen Ebene, im Land in China selbst, soll Chinas etwas ärmerer Nordwesten entwickelt werden. Hier ist nicht nur die Technik, die Landwirtschaft und die Verkehrsinfrastruktur im Gegensatz zu den reichen Industriezentren im Osten Chinas weniger entwickelt. Außerdem gilt es natürlich, Überschüsse an Material und auch Personal zur Entwicklung der Westgebiete dorthin zu exportieren. Auf der nächsten Ebene, der regionalen Ebene, in Asien möchte China erstens Zentralasiens Infrastruktur ausbauen. Das ist nicht nur eine Voraussetzung für die Transportrouten und die Kommunikationslinien nach Europa. Hier ist auch wichtig, das politisch etwas potenziell instabile und wirtschaftlich schwächere Zentralasien zu entwickeln. Außerdem soll in ganz Asien mit Kraftwerken, Pipelines und Häfen ein für Peking günstiges politisches und wirtschaftliches Klima gesorgt werden. Schließlich auf der letzten geografischen, der größten Ebene international, investiert China global auf der ganzen Welt nicht nur in Ressourcenausbeutung, sondern auch in den Aufbau von Infrastruktur und Zukunftstechnologie. Damit einher geht der Anspruch nach einem stärkeren politischen Profil und mehr ökonomischen Einfluss. Man kann neben diesen geografischen Ebenen, also China selbst, die asiatische Region und schließlich die ganze Welt, Pekings Seidenstraßenstrategie auch in unterschiedliche ökonomische und sicherheitspolitische Dimensionen einteilen. Horizontal geht es um den Auf- und Ausbau von Handels- und Verkehrswegen auf der ganzen Welt und die dazugehörenden Datennetze selbstverständlich. China möchte nicht nur Leitungen neben einer Straße oder einer Eisenbahnlinie verlegen, sondern auch den technischen Standard und die Kontrolle über den Fluss von Daten erhalten. Vertikal geht es also um die Ausbeutung von Bodenschätzen und Energieressourcen, sprichwörtlich unter die Erde. In einer dritten Dimension könnte man analysieren, dass China schließlich auch im Weltraum ein zukünftiges Space Power, eine Weltraum- und Digitalmacht werden möchte, die auch die militärische Nutzung aller Zukunftstechnologien mit einschließt. Es gibt wenige Staaten der Welt, die so forciert in die digitale Zukunft, in künstliche Intelligenz investieren und entsprechende Mittel für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen, wie die Volksrepublik China. Kritik besteht über die teils zu große Dimensionierung von Projekten, ihrer Finanzierung, den Kreditbedingungen, in denen chinesische Banken Geld geben, damit chinesische Firmen Seidenstraßenprojekte durchführen und bauen. Kritik geht über die Vereinbarkeit mit sozialen und Umweltstandards, sprich über die Nichtvereinbarkeit. Und das führt auch zu Protesten in verschiedenen Ländern gegen chinesische Präsenz, chinesische Projekte und chinesische Politik. Im Ergebnis wurde erreicht, dass beispielsweise Kraftwerke gar nicht oder sehr viel kleiner
gebaut wurden oder die Projektierung aufgeschoben wurde. Der Vorwurf Schuldenfalle ist ein weiteres Thema. Schwächere, kleinere Volkswirtschaften laufen Gefahr, aber genau auch Firmen, die vergeblich auf die Zuteilung eines einzigen Großauftrages im Zuge der Seidenstraßenprojekte gewartet hatten. China hat weit über 400 Milliarden investiert, allein etwa 140 Milliarden davon in Afrika. Nach Angaben chinesischer Ökonomen kann China maximal auf ein Viertel der gegebenen Kredite verzichten. Ein größerer Kreditausfall wäre sogar für China nicht zu verkraften. China wird also Afrika nicht großzügig und großflächig Schulden erlassen, wohl Zinsen und Tilgung. Es gibt aus Peking heraus dann Bestrebungen, Kredite, Verbindlichkeiten umzustrukturieren, etwa in Leasingverträge oder ähnliches, von Fall zu Fall. Bemerkenswert hier ist die hohe Professionalität chinesischer Finanzplaner und Entwicklungsexperten. Im Zuge der Corona-Krise aber werden auch in China kritische Stimmen laut, die zweifeln, ob das Land gleichzeitig das große Belt and Road-Programm, die militärische Modernisierung, die dringend notwendige Verbesserung des Kranken- und Sozialsystems und ein großes Covid-19-Rettungspaket gleichzeitig stemmen kann. Gut möglich, dass die chinesische Regierung sich gezwungen sieht, erhebliche Abstriche an der Seidenstraßeninitiative zu machen. Ein weltweiter Rückgang von Investitionen ist zu erwarten. Wir sollten uns nicht zu früh freuen. Was passiert, wenn die chinesischen Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern ausbleiben oder erheblich zurückgefahren werden und Europa nicht in der Lage oder nicht willens ist, hier einzuspringen? Peking betont, die Belt and Road Initiative, die Seidenstraßeninitiative, sei integrativ und der weltweiten Entwicklung von Frieden und Wirtschaft zuträglich. Solange China aber erhebliche Mittel in den Ausbau militärischer Fähigkeiten investiert, die Eigenentwicklung modernster Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe vorantreibt und Zweifel an seiner Friedfertigkeit und Professionalität erschafft bei Begegnungen mit Schiffen und Flugzeugen anderer Streitkräfte, muss Peking sein Friedensbekenntnis sehr viel stärker beweisen. In der Covid-19-Krise muss China weiterhin seine internationale Kooperationsbereitschaft beweisen und Untersuchungen durch internationale Experten zulassen über Entstehung, Verlauf und Ausbreitung, über die Ursachen der Epidemie, die zu einer Pandemie führten. Zum Ausblick: Corona ist keine Krise. Es ist eine wirtschaftliche, soziale und politische Katastrophe, besonders für bevölkerungsreiche Länder wie China. China ist längst kein Schwellenland mehr, sondern eine Wirtschaftssupermacht, eine der führenden Industrienationen der Welt. Chinesische Behörden haben nach 2 Wochen Wartezeit am 23. Januar nach dem massenhaften Ausbruch von Corona-Infektionen nicht nur die Stadt Wuhan, sondern eine ganze Provinz Hubei, die größer und bevölkerungsreicher ist als viele europäische Staaten, abgeschottet. China hat bereits Ende September die WHO informiert. Die Staats- und Parteiführung war sich aber wohl erst am 20. Januar im Klaren darüber, wie gefährlich, wie schnell sich ausbreitend der Virus ist und was das für die Sicherheits- und Notfallmaßnahmen der Behörden zu bedeuten hat. Eine ganze Industrieregion wurde so mit drakonischen Maßnahmen belegt. Jetzt wurde eine zweite Provinz, Jilin, im Nordosten Chinas isoliert. Eine weitere wichtige Wirtschafts- und Industrieregion in China. Im Nordosten befinden sich auch die Autowerke internationaler Konzerne beispielsweise. Und China befürchtet wohl jetzt nach den stark steigenden Infektionszahlen in Russland eine Art dritte Welle, die von Nordwesten über Russland und Zentralasien ins Land rollen könnte.
Und dies träfe dann die wirtschaftlich schwächere und politisch etwas instabile Region Xinjiang. Restriktionen und Ausgangssperren in dieser Nordwestprovinz würden zur weiteren Unterdrückung der dort lebenden Uiguren beitragen. Es stellt sich also die Frage, ob die Covid-19-Pandemie das Ende des chinesischen Aufstiegs und Erfolgsweg einleitet. Ob Peking seine Machtansprüche reduzieren muss. Oder ob das autoritäre Einparteienregime gestärkt aus dieser globalen Krise herauskommt.